So, Delle, haben wir aber überzogen gestern. Hei, 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 hei. Ja, so ist man. Indem man Fackeln an die Wand klebt. Lass das. So, genau, wo waren wir gewesen? Ach so, genau, ja. Ja. Jetzt hatte Jesus gesagt, Leute, ich bin jetzt die ganze Zeit hier auf Twitter Nummer 1 in den Trends. Das müssen wir feiern. Kommt ihr mal vorbei hier auf dem Abendessen. Ja. Also es ist jetzt bekannt als letztes Abendmahl. War es damals noch nicht, weil Jesus ja nicht wusste, dass es sein letztes ist. Also er hat da so Vermutung gehabt. Hat nämlich schon irgendwie für die Vermutung gehabt, dass einer von seinen Jüngern seine Twitter-Taktik verraten hat. Ja. Genau. Und gab es jetzt so ein bisschen Stunk und da war jetzt Pilatus auch schon wieder so ein bisschen auf dem Vormarsch und ist jetzt auch in den Trends wieder gestiegen und also manch einer seiner, also von Jesus Jünger hat dann halt auch Pilatus mal wieder auf Twitter gefollowed. Ne? Und Jesus hat das schon gemerkt. Und er hat auch schon gewusst, einer von euch hat doch hier meine Twitter-Tricks verraten. Und zu einem hat er auch noch gesagt, hier du, auch du, Brutus, nee, das war ein anderer, auch du, mein Freund, wirst hier, also bevor schon zum dritten Mal kein Hahn mehr nach mir kräht, wirst du schon beim Pilatus geguckt haben, so. Ja, also das waren so die Gespräche bei diesem, Dinner for 13, glaube ich. 13 zu Tisch. Das. Ja, das musste schief gehen, wenn man so drüber nachdenkt. Das musste einfach schief gehen. 13 bei Tisch. Wird gut. Am Ende war es noch Freitag der 13. gewesen. Nein, es war ein Donnerstag. Es war ein grün Donnerstag. So, dann kommen wir jetzt mal zu der kleinen Randinformation, zu der kleinen, maybe wichtigen grün Donnerstag, nämlich ist. Dann eben jener Tag. Gedenken an jenes Abend. Abend. Guten Abend. Das Abendmahl, ne? Die Abendsäcke da. Genau. Hallo du! Du bist auch eingeladen! Du bist das Abendessen. So. So, genau. Das ist der grüne Donnerstag. Da saßen sie nämlich alle zusammen da drüben. Ganz gemütlich in der Batsch Cup haben sie gesessen. Bei Schelege Frankfurter Grisos. Da sind doch schon wieder Scheißviecher drin. Komm schon her. Ja. So. Ja. Und da ging der Spaß weiter. Das war jetzt genau, das war der Krieg Donnerstag. Ah! Oh, das hat gerade so komisch fies kurz gestottert. Mit dem. Das ist. Ich weiß nicht, nach was es klang, aber nach allem möglichen Gruseligen, aber nicht nach dem, was es eigentlich ist. Halla, die Waldfee. Jesus! So, da rutscht mir doch der Jesus in die Hose. So, genau, und ja. Also jetzt war natürlich der Pilatus schon in den Trends schon wieder relativ weit oben, aber der Jesus, der war halt immer noch besser und das hat ihm jetzt nicht gereicht. Und jetzt macht er mal die Mega-Veranstaltung. Jetzt macht er mal einen Livestream mit Jesus zusammen. In einer großen Aktion, wo seine Follower hochgehen und gleichzeitig dem Jesus seine nach unten. Hat er überlegt, wie machen wir das dann am besten? Am besten mit einer Sportveranstaltung. Ich bin nämlich so ein gelernter Römer. Ich bin trainiert, ich bin fit, ich bin Soldat. Und das ist nur so ein Wanderprediger. Wer hat also die bessere Fitness? Ganz klar. Der römische Soldat. Also mal mehr Sportveranstaltung.
hat damals in ein paar hundert Jahren beim Robin Hood auch funktioniert. Und dann haben die halt, genau, haben die gesagt, so, wir machen ein Wettrennen durch die Stadt, ich starte noch so ein paar andere Kollegen ein, damit du nicht so einsam bist, und dann laufen wir mal Ründchen, ne? Ja, jetzt hat's aber der Jesus so fürchterlich im Kreuz gehabt. Sodass ihm eigentlich diese Sportveranstaltung überhaupt nicht gut bekommen ist. Und jetzt hat ihn das Ganze so überfordert, dass er da mit seinem Kreuzproblem auch an dem Tag einfach eingegangen ist. Einfach zusammengebrochen. Ja. Schluss mit Jesus halt. Dann aus die Maus. Sein letztes Amen gesprochen, ausgepredigt, fertig. Ja, der Pilatus war mit dieser Veranstaltung natürlich super beliebt, war sofort wieder Twitter-Trend zu Platz 1, war glücklich und zufrieden. Nun, Jesus, ja, war halt im Sack. Jetzt haben die gedacht, oh, der lag nämlich da völlig fertig, ohnmächtig auf der Erde rum, wusste nicht mehr, wo vorne und hinne ist. So, das ist sowas. Und da haben wir jetzt gleich alle gedacht, der wäre tot. Also dann haben sie kurzhand, es gab ja damals irgendwie noch nicht so die Notärzte, die vorbeigekommen sind und haben mal kurz die Finger an der Hals gehalten, haben gesagt, ja, da pulst nichts mehr. Oder ach, macht schon mal keinen Stress, der pulst noch. Der ist noch pulsiv. Ne, war nicht. Der Tod erklärt, eingebuddelt. Steinchen vorgeschoben, Klappe zu, Affe tot, oder in dem Fall Jesus. Das war der Karfreitag. Deswegen darf jetzt auch an Karfreitag nicht mehr getanzt werden, weil es einfach irgendwo ein trauriger Moment war und weil man immer bedenkt, dass Leute, die auf Teufel komm raus, jetzt feiern. Aber einfach die Kondition dafür nicht haben. Oder wenn sie es halt einfach zu sehr im Kreuz haben, dass das ganz böse schief gehen kann. Und deswegen sollen wir da einfach mal einen Tag lang sich wirklich ausruhen und mal nicht tanzen. Dass man, ne, das ist wie mit dem Schwimmen direkt nach dem Essen. Das soll man halt nicht machen. Ja, das verstehen nur die meisten wieder nicht, dass das so ist. Mein Gott. Ein Tag weniger im Jahr. Tut jetzt auch niemand weh. So, egal. Ja, genau. Manche sagen Ostersamstag, aber es ist eigentlich, es ist kein Ostersamstag, denn Ostern ist nun mal am Sonntag erst. Es ist allenfalls, es ist der K-Samstag, aber im Grunde genommen ist es ein stinknormaler Samstag. Vollkommen bedeutungslos. Die Leute waren draußen unterwegs, haben vor sich hin getrauert. Jesus lag in der Gruft der Schuft. Und war mal ein bisschen entspannt, ein bisschen relaxed, nachdem er sich am Tag vorher so verausgabt hatte. Am Sonntag, dann hat er gedacht, so, jetzt reicht's aber. Ist aber mal gut hier. Ganz ehrlich. Jetzt haben wir genug geschlafen, jetzt müssten wir langsam mal wieder ein bisschen vor die Tür. Ich müsste eigentlich auch noch mal dringend aufs Klo und ich habe seit Tagen nichts gegessen, mir geht jetzt gerade ein bisschen scheiße. Ich gehe dann. Wie es geschafft hat, diesen Stein wegzurollen, vor allem die Frage ist, was hat er sich gedacht, ne? Der steht auf seinem Bettchen aus, ist jetzt eigentlich hochmotiviert, hat mal wieder Lust, ein bisschen unter Leute zu gehen und dann liegt er in irgendeiner komischen Steine in den Kammern mit einem komischen Tuch über der Nase. Ja. Und irgend so ein Depp hat den Ausgang mit einem riesen Stein versperrt. Blöde Deppen. Dann ist er Hallo gestanden und hat gesagt, oh komm. Ich gehe jetzt. Das ist mir echt zu doof hier. Also irgendwie hat er es rausgeschafft.
ich nehme an, der hat Hilfe bekommen. Da war nämlich noch ein Wandersmann gewesen. Das war der Herr Engel. Kennt mir vielleicht den Herrn Engel? Wer war da so unterwegs? Kommst du her? Und wieso stirbst du nicht? Und wo kommst du her? Weil der stirbt wenigstens. So. Genau. Also der hat ihm eventuell geholfen. Der wusste nämlich später auch genau, dass der Jesus gegangen war, als dann die Maria Sisters vorbeikamen, ne? Also die eine Maria und die andere Maria. Es gab da ja mehrere Marias damals. Das eine war die Mutter, das andere war die Freundin. Wahrscheinlich hatte Jesus da auch irgendwie so ein bisschen so ein Ödipus-Komplex oder so hat er da verarbeiten müssen, weshalb seine Geliebte genauso hieß wie seine Mutter. Aber das sind jetzt auch nur Vermutungen. Also ich will ihm da um Gottes Willen nichts unterstellen, ne? Um Gottes Willen sowieso. Bei Jesus ist um Gottes Willen immer ganz gut. So, und genau, so war das damals. Ja, und das ist dann halt eben, ja, im Grunde genommen eigentlich so diese Situation, ne, wo die zwei Marias da an diesem der Ruhestätte quasi am Stissel sind und wollte mal gucken, schläft der noch? Ist er wieder aufgewacht? Braucht er vielleicht Frühstück? Weiß man nicht. Ich hab was Frisches zum Anziehen dabei, hat sich Mama Maria. Okay, hat die sich, ja, und genau, und dann war der weg. Und der Engel, der Herr Engel, der ihm ja wohl geholfen hat, da irgendwie rauszukriechen, hat dann gesagt, oh, der ist gegangen. Ich soll einen schönen Gruß sagen, aber der hätte jetzt irgendwie sein Koma hätte jetzt überstanden und jetzt würde er gerne mal wieder ein bisschen unter die Leute gehen und also dem ist mir jetzt eingefallen, nach dieser Nahtoderfahrung, dass er seinen Vater ewig lang nicht mehr gesehen hat und dass er den gerne mal wieder besuchen möchte. Also sein Erzeuger halt wirklich. Also der Josef war ja sein Vater gewesen, ne? Das ist ja, der war ja auch immer für ihn da jetzt sein Leben lang. Ne? Das darf man ja dabei nicht vergessen, aber natürlich wusste Jesus, dass er auch einen Erzeuger hat. Und das war natürlich sein großer Vater, ne? Der ja damals in Maria durch den Heiligen Geist gekommen war. Und jetzt wollte er den mal besuchen. Es hat aber dann noch ein bisschen gedauert, das hat er dann erst nochmal vorbereiten müssen. Da hat er dann erstmal noch ein bisschen dran arbeiten müssen. Jetzt so an sich ist jetzt eigentlich Ostersonntag dann erstmal vorbei, ne? Das war dann der Tag, wo er gesagt hat, jetzt ist aber mal genug im Gelehe. Jetzt stehen wir mal wieder auf. Das war damals. Das war so die Situation gewesen, ne? In the Hood. Gut, wie geht es jetzt weiter? Es gibt da noch so ein paar Feiertage, die darauf ja noch folgen. Wo sie dann so komische Sachen machen, die ich selber nicht so verstehe, muss ich sagen. Also alles weiß ich jetzt irgendwie auch nicht. Man müsste sich mal mit befassen, das wäre eigentlich... So haben wir ja zum Beispiel... Also das ist ja ganz klar, das kommt ja irgendwann, kommt ja dann auch Pfingsten. Pfingsten hat jetzt so mit Jesus gar nicht so viel zu tun. Es gibt zwar Gerüchte, das hätte Zusammenhang, aber... Eigentlich dient Pfingsten nur dem Zweck, noch mal einen Montag frei zu haben, weil sonst sind die Feiertage ja mehr Donnerstags, man hätte ja gerne auch mal so einen Montag frei. Und außerdem kann man da tolle Reizturniere und Springreitturniere machen an Pfingsten und das ist auch total beliebt. Also ja. Himmelfahrt haben wir noch, ne? Weil jetzt hat er ja gesagt, er will zu seinem Papa. Und der hockt halt da oben im Himmel und es gab halt damals noch keine Senkrechtstarter oder sowas. Wo er einfach mal gesagt hat, abgeht. Dann muss er sich was anderes überlegen. Also ist er einfach mit göttlicher Kraft in den Himmel aufgefahren. Und hat sich dann da zu seinem Papa gesetzt. Das war ja ursprünglich nur als Besuch gedacht, ne? Er wollte ja eigentlich nur mal kurz Hallo sagen, mal fragen, wie es ihm so geht, ob er noch alle Tassen im Schrank hat, dass er ihn am Kreuz verrecken lässt. Mit Kreuzschmerzen fast verrecken lässt. Und dann war aber die Wolke, auf der er saß, so dermaßen flauschig,
so fluffy, he's gonna die. Dass er gesagt hat, so die da unten sind ja halt scheiße zu mir. Der Pontius brüstet sich damit, jetzt hier wieder auf Twitter in den Trends auf Platz 1 zu sein. Und wenn ich jetzt komme, dann fängt er wieder an und heult rum. Und dann geht die ganze Scheiße wieder von vorn los. Dann gibt es wieder für Sportveranstaltungen. Ich habe wieder mal Rückenschmerzen und so weiter und so fort. Und also der kann mich mal, ganz ehrlich. Ganz ehrlich, der kann mich mal da, wo keine Sonne hinscheint. Ich bleibe jetzt hier oben bei meinem Vater. Hier sieht es kuschelig aus, hier ist irgendwie gemütlich. Ich like das voll. Jetzt produziere ich hier gerade fliegende Steine. Ich liebe hier fliegende Steine. Weißt du was? Schmeiß die Zombies weg. Zack. I use the Gelegenheit and take all the iron with me. Hab ich noch Platz für Kohle? Für den einen, allemal. So. Ja, genau. Das war dann ein Himmelfahrt. Das ist ja, das kommt ja irgendwann in Zukunft, kommt jetzt auch nochmal. Und ja. Sollen wir dann auch nochmal feiern? Aber dann ist ja auch mit der Geschichte bald gut. Es gibt noch Maria Himmelfahrt. Die hat nämlich irgendwann hatte ihren Sohn vermisst, weil er als nicht wiedergekommen ist. Und jetzt hat sie sich ja gedacht, der Josef, das war schon ein Gute, der war immer lieb zu mir. Aber immerhin ist der große Herrgott da oben ja auch irgendwo mein Mann, wenn man so will. Immerhin ist er ja durch den Heiligen Geist in mir gekommen. In mich gekommen. Und ja, komm, machen wir mal hier Familienzusammenführung da oben. Dann ist sie gefolgt. Ne? Also die kam dann auch noch irgendwann oben an. Sind fetzig. Erste klappt. Der etzig. Zack, 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 zack. Hier mal, wie sie abschrägen. 56. 62. Die. Die. By my hands. Ja, das ist jetzt eigentlich so im Großen und Ganzen jetzt die ganze Geschichte gewesen von dem Herrn Jesus, ne? Es gibt ja noch den Happy Cadaver Day, den habe ich aber selber auch noch nicht ganz so verstanden, warum die sich als über irgendwelche Leichen freuen. Das ist wahrscheinlich, das ist, weil ich Musik im Hintergrund gerade höre, das ist wie bei Red Dead Redemption. Es gibt da so die Hauptstory, ne? Der John Marston hat ja ein ähnliches Schicksal. Er hat ja später, dem ist es ja auch nochmal schwer ins Kreuz gefahren. Oder bei dem ist das, glaube ich, irgendwie anders abgelaufen. Wie das, ich weiß es nicht mehr genau. Und da gibt es ja dann auch das Add-on oder das DLC mit der Zombie-Apokalypse. Ne? Ich glaube, das war einfach damals ähnlich gewesen. Das Happy Cadaver Day war einfach so ein Zombie-Apokalypse-DLC zur Jesus-Geschichte. Und ja, das haben die halt damals, das haben die halt so gemacht. Die waren halt früher auch anders. Die waren nicht so wie wir. Die waren halt alles, jetzt klappt mir das doch. Jetzt haben wir ja aber Eise hier. Ach du Scheiße, das müssen wir vielleicht auch mal durchbrennen. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Meine Güte. Das müssen wir ja aber schon mal Ründchen komprimieren, ne? Wir fünfmal im Kreis gedreht. So. Ich habe mir noch nicht genug Stein. Ich habe jetzt gerade mal so viel Stein, dass ich jetzt eine Runde durchbrennen kann. Ah, was ist denn los hier? Verdammte Jacke, was ist denn das mit dem Inventar hier überall? Scheiße. Ah, das ist ein Elend. Es ist ein gottverdammtes Elend.
Ich weiß nicht mehr, wohin mit die ganze Kacke. Ich hab keinen Platz mehr. Ich kann hier nichts mehr lagern. Ich kann hier nur noch auslagern. Ich bring's nach oben. Leckt's mir am Arsch, ich bring's nach oben. Ist halt so. Geh. Geh, so ist das. Da packen's denn den scheißen Dreck. Eisen hat auch noch da nicht. Ich hab nicht genug Stein. Ich hab jetzt gerade mal so viel Stein geholt, dass ich eine Fuhre durchbrennen kann. Wie weit soll ich denn damit kommen, Freunde? Wie weit soll ich denn kommen damit? Es tut mir leid. Ihr Scheißhühner. So. Ja. So, die Jesus-Geschichte ist an der Stelle beendet, würde ich sagen. Ostermontag ist jetzt auch schon rum. Und, lasse ich das einfach mal so stehen. Ihr habt jetzt ein bisschen was gelernt. Über die geschichtlichen Hintergründe jener weltberühmten Feiertage. Mal gucken, was ich euch nächste Folge versuche weiß zu machen.